Tja, hier steht, wenn wir gerade da sind, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Welchen Spaß planen wir denn? Ich will eine E-Mail schicken, eine Einladung. Ich habe ja da eine Vorlage und die will ich besser machen. Das war hier in Outlook und ich möchte diese Einladung hier zu diesem Anlass ins Mailchimp holen. Legen wir los. Ich klicke auf E-Mail und hier steht Kampagnenname. Ja, ist es eine Kampagne? Ja, die nennen das so. Das heißt einfach, die nächste Mailserie hat einen Namen. Also schreibe ich doch hier den Namen mal rein. Und weiter, denn ich lade hier Leute ein zum Erzähltheater und beginnen. Tja, ich habe zwar schon begonnen, aber trotzdem. Nun geht es so weiter. An wen geht das? Von wem ist diese Mail? Welches Thema? Und dann die Mail wird hier gestaltet und los geht's. Beginnen wir zuoberst. Tu. Und jetzt kommen hier natürlich die Empfänger dazu, aber das mache ich nachher. Von wem ist das? Also Kulturverein und hier kann irgendeine Mailadresse drinstehen, von wem diese Einladung kommt. Save, also speichern. Jetzt steht hier ein Haken. An wen? Das haben wir noch nicht gemacht. Und um was geht's denn jetzt? Nochmals. Also ein Thema, einen Betreff hinzufügen und eine kleine Textvorschau. Da könnte man etwas einfügen oder ich lasse es auch einmal weg. Ich sage speichern. Ich bin wieder zurück. Also jetzt habe ich von wem, welches Thema und jetzt kommt der Inhalt der Mail. Hier steht Design E-Mail. Okay, wir designen es. Ich starte das einmal. Und hier kann ich nun ein paar Sachen auswählen, aber das meiste ist gesperrt. Sie sehen, man müsste hier upgraden, also etwas bezahlen, damit man das gebrauchen kann. Auch weiter unten, das sind Angebote, für die man bezahlen muss. Aber ich habe hier sogenannte Themen und könnte hier bereits etwas wählen, das doch schon ziemlich gut aussieht. Also ich wähle mal irgendeine Vorlage. Sie sehen hier am Scrollbalken unten hätte es noch viel mehr. Ich nehme dieses hier, Event, klicke darauf und jetzt geht's weiter mit Designen im nächsten Film.